Die italienische Luftwaffe hat am Donnerstag mit Hubschraubern bei Evakuierungen in den Hochwassergebieten bei Ravenna in Norditalien geholfen. Dort war der Fluss Senio nach starken Niederschlägen über die Ufer getreten. In der Stadt Lugo hatten die Behörden die Räumung von Erdgeschossen angeordnet. Viele Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen, Schulen blieben geschlossen. Nach Angaben der Rettungskräfte kam es im Verlauf des Tages zu mehreren hundert Einsätzen in der Region Emilia-Romagna, bei denen zahlreiche Menschen gerettet wurden. Starke Niederschläge haben in den letzten Tagen zu schweren Überschwemmungen auch in mehreren Ländern Osteuropas geführt. Dabei sind nach offiziellen Angaben mindestens 24 Menschen ums Leben gekommen.